Okay. Ihr kommt auch mal bitte mit. Oha. The miner wasn't such a bad guy. He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be, but it will change you. And that, my friends, is what's hard. Neue Region, neues Venture. She and her partners are on the cusp of the greatest archaeological find of her career. But the priceless sarcophagus she seeks may never make it out of that pyramid. And neither may her companions. But at this point in our story, that should surprise no one. Also was ich schon mal sehr cool finde, ist, dass ich in diesem Pyramidenabschnitt hier bisher noch nie war. Also das ist was völlig Neues. Das ist, glaube ich, nur für den Hilibili hier. Ja. Der Hilibili, der hat die Fähigkeit, der kann unter Wasser lange atmen. Und die anderen, die können das halt nicht. Praktisch. Dynamit, ja, lassen wir mal hier fallen. Also diese Items, die braucht man wahrscheinlich nicht, weil man die ja auch nicht gehabt hätte, wenn man die jetzt nicht mitgeschliffen hätte. Aber nichtsdestotrotz, was man hat, das hat man. Und ich nehme das einfach mal alles mit. So, hier sind zwei Miezen. Kann man hier noch weiter hoch? Tatsächlich. Bester Angestellter aller Zeiten. Die Zeitreisende. Okay. So, wir können aber noch weiter nach oben gehen. You know, it's sad, really, when you think about all the grave robbers who have plundered these ancient marvels of engineering in search of priceless treasures, ruining it for future generations of grave robbing treasure plunderers. Hm. Ja, bei den Pyramiden vermutet man ja, dass die damals oben die Spitze mit Gold versehen haben. Could it be? The others gave up all thought of your return. Only I held out hope. The sarcophagus is near. Soon we shall share in the glory of our discovery. Das ist doch garantiert ein Verräter. Just between you and me, I don't think Cher is in her vocabulary. Neither is Ultra Crepidarian. But a lot of people don't know that one. It's not as ubiquitous as Sarcophagus. Hier gibt es nichts auf den ersten Blick. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Man weiß ja nie. Sie hat immer noch den Eimer. Ich kann aber auch mit den Fackeln dort nicht interagieren, deswegen glaube ich, dass ich das Dynamit da an der Stelle auch nicht anmachen kann. Okay, das ist also sehr verdächtig. Oh Gott, so viele Räume da unten drin. Höhlentour. So, hier sind wir auf jeden Fall prinzipiell richtig. Fehlt noch die Wissenschaftlerin, aber die ist ja auch nicht allzu weit entfernt. Was man da später mal machen muss, also vielleicht muss man da irgendein bestimmtes Item haben und dann da in die Sonne halten, irgendwas einschmelzen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oder das Dynamit vielleicht sogar entzünden. Aber die könnten... Theoretisch kann das Spiel nicht davon ausgehen, dass ich das Dynamit mitgenommen habe. Da oben ist also der Sarkophag. Okay. Also, ich kann nach oben. Hier.
Nein, kann ich nicht. Ich kann also noch höher oder nach unten. Ich gehe erstmal nach unten. Boah, Schätze. Was ist das denn? Nase? Okay. Ich sehe aber nicht, dass ich hier im Augenblick was machen kann. Aber das sieht mir so aus, als könne man hier später einen Schalter betätigen. Hier geht es sehr weit runter. Höhlentour. Many believe the Ankh is an ancient Egyptian symbol of life. Some archaeologists would kill to find an example in such pristine condition. Oh, not the adventurer, let me assure you. She reserves such extreme measures for a worthier prize. Okay, die Tür öffnet sich nicht. Ach, das kann man mitnehmen. Okay, das habe ich eben nicht gesehen. Oh. Das sieht ja alles sehr nach Falle aus. Da muss ich mich oben drauf stellen. Okay, versuchen wir mal den Ankh, den ich jetzt habe, zusammen mit dem Hasen zu benutzen. Er scheint mir zwar sehr an den Haaren herbeigezogen, aber da ich hier eh gerade in der Nähe bin und nichts Besseres zu tun habe. Nein. Okay. Dann eben nicht. Habe ich dann überhaupt noch Auswahlmöglichkeiten? Ja, ich kann hier nach oben gehen. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Okay, da kann... Ah, hier, seht ihr mal. Da sind wir doch schon wieder einen Schritt weiter. Jetzt kommt man da weiter. Verstehe. Da stellen wir mal einen anderen Charakter drauf, weil ich schätze mal, ist es so, dass man hier mit der Archäologin, das scheint ihr Speziallevel zu sein, also jeder... Ne, da komme ich ja gar nicht rüber. Also jeder Charakter hat ein Speziallevel. Und das ist halt ihrs. Gut, dann gehen wir halt mit ihr da mal gucken. Und zwar war das hier nach unten und nach rechts. Moment mal, Löwe, Schakal, Kranich, Schlange. Zwei müssen stehen, also Schlange und Löwe. Das heißt, dass du erstmal bitte nicht stirbst. So, sondern du gehst jetzt auf den Löwen noch. Und du musst dazu das aufmachen. Jetzt kann die Abenteurerin oben durch die Tür gehen. Ist das richtig? Jawohl. Und hier... Es sieht so aus, als würde ich den Ankh brauchen. Nein, den darf ich nicht mitnehmen. Also, Schlange und Schakal. Gucken wir mal, was passiert. Nur Schakal.
Verstehe. So, dann haben wir hier einmal den Kranich. Das bist du. Dafür gehst du da runter. Okay, da muss es noch einen geben. Kranich. Ich versuche einfach mal durchzulaufen. Okay, es hat geklappt. Dann haben wir hier die Schlange. Sieht gut aus. Haben wir da gerade jemanden hingerichtet? Those spikes definitely weren't there a moment ago. It seems the adventurer's companions have gotten themselves into a tight spot. Fortunately, they have all these pressure plates to jump on. You know, when you're stuck in an ancient curse-ridden death trap, it usually helps to jump on everything you can. Also screaming. Screaming helps. Okay. Haben wir Hinweise darauf, wie wir das lösen können? Ah, das wollte ich nicht. Okay, ich muss also einmal auf den Löwen. So, jetzt kann ich nämlich hier in Ruhe runtergehen. Hier haben wir einmal den Schakal und den Kranich. Das ist der Schakal. Das ist der Kranich. Wollte ich nicht. Mist, da hätte ich Y drücken müssen. Da war ich nicht schnell genug.